Also Christian Marclay war bekannt als jemand, der so eher von DJing, Schallplatten, Covern und so weiter inspiriert war und der auch so Collagen zusammengesetzt hat aus Schallplatten, Covern, was alles ziemlich langweilig war, jedenfalls für meine Begriffe. Und hier ist ihm wirklich ein Meisterwerk geglückt, nämlich The Clock. Das ist ein Film, der 24 Stunden dauert und immer wieder in kurzen Abständen, also manchmal mehrfach in einer Minute, manchmal auch nur einmal in einer Minute, irgendwo im Vordergrund, Hintergrund eine Art von Uhr zeigt, eine Turmuhr, ein Wecker, eine Armbanduhr zum Beispiel in Australien gezeigt wird, würde er in Sydney auf die entsprechende Zeit eingestellt, oder wenn er in Berlin gezeigt wird, wenn er heute hier gezeigt würde, wäre es jetzt in dem Film ungefähr 4:15. Mhm. Das heißt also, man könnte diesen Film auch benutzen, um die Zeit festzustellen. Ne? Also man kann da hineingehen natürlich, man wird nicht 24 Stunden am Stück diesen Film anschauen, die wenigsten, glaube ich, haben das jemals gemacht, aber man geht rein zum Beispiel jetzt und sieht dann Szenen, die eben so 4:15, 4:20 spielen. Indem er seine Werk mit der realen Zeit verbindet. Das sind alles Ausschnitte aus Spielfilmen. Manipuliert er die reale Zeit, ne? Ja, oder er zeigt auch, dass was in diesem Augenblick alles sozusagen mitgeschleppt wird. Ne? Mhm. Also die Zeit ist ja nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit und die Zukunft. Also er zeigt gewissermaßen, dieser Punkt, an dem wir uns befinden, der ist eigentlich gleich Null. Der verschwindet ja auch jederzeit wieder. Ne? Also schon im nächsten Moment ist es dann eben nicht nur 4:05 und so viele Sekunden, sondern 4:06. Ne? Okay. Aber in diesem Übergang von 5:05 to 4:06 steckt quasi die gesamte Weltgeschichte drin in gewisser Weise. Und er benutzt eben Material aus allen möglichen Spielfilmen, hauptsächlich Hollywood-Filmen, weil er da den ehesten Zugang hatte natürlich, aber auch französische, chinesische, japanische und so weiter. Und immer wieder eben die Zeit. Und die Zeit wird, das muss man sich einfach mal anschauen, das kann einem hier wirklich keinen hinreichenden Eindruck davon vermitteln. Weil auch immer wieder so bestimmte Sachen, so wie so eine Art Wellenbewegung, auch durch den Schnitt, ne? Also wenn dann zum Beispiel jemand hier mit dem Finger nach da schiebt, dann ist das nächste Bild jemand, der von hier nach da aus dem Bild geht und dann geht es wieder hoch zum beispielsweise dieser Turmuhr und dann kommt wieder irgendwas, was vielleicht auch ähnlich aussieht, wie zum Beispiel eine Tür oder so geht auf. Also das ist wirklich fantastisch gemacht und hat da 2 Jahre lang dran gearbeitet. Man wundert sich, dass es nicht noch länger gedauert hat. Sehen Sie was von Surrealismus da? Nein. Surrealismus würde ich nicht sagen. Das ist schon eine philosophische Arbeit. Mhm. Und es gibt auch immer wieder so andere Dinge, die jetzt nicht nur wie die Uhr auf die Zeit hinweisen, sondern eben zum Beispiel die Fotografie kommt oft vor. Man sieht oft Fotografien. Ne? Das ist ja etwas, was einen früheren Zeitpunkt zeigt immer. Und finden Sie parallel zu dieser Technik Hische, diese Asiaten, die Haare geschnitten hat? Ja, genau, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Okay, gut. Das ist ein Unterschied da, ne? Ja, oder? Können wir das kurz, ich kann kurz vorgehen. Ja, können wir das machen. Gut, dann machen wir eine kleine Pause, dann muss ich nämlich erstmal schnell vorgehen. Also das war die falsche Richtung. Weil der sehr gepreist wurde in der Biennale São Paulo. Ja. Vorletztes Jahr. Ja, das ist wirklich so interessant. Wie heißt der nochmal? Hisse, ne? Hisse. H-I-S-S-E.
S-E-H oder so. Hissing sowieso, ne? Teching Hisse. Ja. Da können Sie ja nachher noch reinschreiben. Ne? Mhm. Also hier sieht man ihn im Alter von, ich glaube, 65 Jahren etwa. Und diese Arbeit, die er da gemacht hat, die hat er ja schon vor längerer Zeit, nämlich 1980, 81 gemacht. Genau. Und was hat er da gemacht? Er hat ein ganzes Jahr lang jede Stunde diese Stechuhr bedient. Also man muss hier oben so dann, wie bei einer Fabrik, ne, wenn man ankommt, mhm, muss man irgendwie draufhauen und dann kommt irgendwie die Karte raus und die steckt man wieder rein und wenn man dann die nochmal abstempelt, sieht man eben, wie lange man da gearbeitet hat. Und diese Karten hat er auch ausgestellt und dazu gibt es dann noch einen Film, wo er immer nur eine Sekunde lang diesen Akt des Stechuhrbedienens gezeigt hat und dann schmilzt das ganze Jahr auf irgendwie quasi 5 Minuten oder so zusammen, 6 Minuten. Und hier sieht man dann immer genau den Moment, in dem er die Stechuhr bedient. Also hier zum Beispiel 2 Uhr oder vielleicht auch 14 Uhr. Ja, und dann als nächstes dann 15, 16 und so weiter. Das heißt also, er konnte ein ganzes Jahr nicht richtig schlafen. Mhm. Das ist natürlich eigentlich... Da geht es, performatisch auch, ne? Da geht es zwar auch um die Zeit, aber ich denke fast, dass dieser andere Aspekt, ich zeige mal kurz, mhm, anders habe ich noch da. Hier sieht man mal ein paar Ausschnitte. Er hat sich zu Beginn dieser Aktion die Haare ganz kurz rasiert. Man hat sich dann während des ganzen Jahres die Haare nicht mehr geschnitten. Und hier sieht man auch, also hier ist es 8, hier ist es 9, hier ist es 10 Uhr. Weil ich denke, dass es ja eigentlich hier weniger um die Zeit geht, sondern um sozusagen das Leben letztendlich. Mhm. Ja, also das ist ja ein Lebenserschwernis, also ein ziemlich weitgehendes. Also Schlafentzug ist ja Folter, kann man ja als Folter auch benutzen. Ne? Ich glaube, da war ich Student von Abramowitsch auch. Kann es schon sein, das weiß ich nicht. Mhm. Der hat etwas von dieser Konzeptkunst, aber auch so performatisch und bis zum Grenze des Körpers. Ne? Ja, ja, ja. Aber 80, da kann er eigentlich noch kein Schüler von Abramowitsch gewesen sein. Nee, nee. Also es kann sein, dass sie sich kannten, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, das ist auch so ein Selbstversuch, wie ja viel dieser frühen Performance-Kunst war ja so ein Versuch, sich irgendwelchen Situationen auszusetzen, die schwer auszuhalten sind. Mhm. Also Chris Burden ist über die Straße mit Autos, die ihn hätten überfahren können, rübergekrochen. Oder was weiß ich, also Situationen, die eben anstrengend sind. Gina Pane hat sich auf ein Bett gelegt, wo eben unten Kerzen drunter standen, sodass sie sich verbrannte, alles Mögliche. Grenzerfahrung, ja. Genau, Grenzerfahrung. Und also das, man sieht von der Brutalität eigentlich dieser Situation gar nicht so viel, ne? Mhm. Also er ist nicht zusammengebrochen, er ist, ne, ich meine, am Anfang sieht er, glaube ich, noch ein bisschen drahtiger aus. Es hat jetzt was mit der Disziplin zu tun, ne? Ja, genau, der Uniformisierung, genau. Und genau. Ja, das ist... Also er hat sich selbst einer Folter unterworfen, um zu sehen, wie lange er die aushält. Ich glaube, er hat, ich habe das heute nochmal nachgelesen, ne? Er hat, glaube ich, nur bei ungefähr 100 von, ich weiß nicht, wie viel Tausenden im Jahr, ne, wie viele Stunden das sind, hat er manchmal ein bisschen verschlafen gehabt und kam dann ein paar Minuten zu spät oder so. Okay. Aber das ist natürlich so, schon ein... Ja, natürlich.